Hallo Freunde, ich habe lange überlegt, ob ich darauf reagieren werde, aber ich reagiere jetzt einfach mal drauf. Ey Leute, ich meine, geht's noch? Glaubt ihr wirklich an diesen Scheiß? Diese Puppe steht in einem japanischen Museum, also besser gesagt die Büste. Ja, die ist nur in diesem Licht halt aufgenommen worden, wahrscheinlich noch Hintergrund verändert. Ja, und die steht halt in diesem Museum drinne. Und sie besteht aus Kunststoff. Momo existiert nicht, ja? Und dieses Museum hat eine Promo-Aktion gestartet, wo jemand Momo am Telefon gespielt hat und die Leute halt ein bisschen gegruselt hat damit, ja? So hat dieses Museum sich halt Besucher erhofft, ne? Und die deutschen und europäischen Quarkbirnen, muss ich mal sagen, die kriegen das einfach nicht auf den Appel, dass das nur ein Meme und eine Puppe ist und eine riesen Promotion-Aktion hinten dran steckt, ja? Eine riesen Promo-Aktion, sonst gar nichts ist das. Ey Leute, lasst euch doch nicht blöd machen. Ja, natürlich gibt es jetzt Nachahmer, die machen sich Momo-Accounts. Ich habe zwei als Test gemacht jetzt mal. Ich habe die aber wieder gelöscht. Und habe ein paar Kollegen von mir versucht, hinters Licht damit zu führen. Und die sind voll drauf angesprungen. Ne? Also, ich habe es dann natürlich aufgelöst. Ne? Also, ich will ja niemanden irgendwie schaden. Und ja, wie blöd sind die wirklich, dass die das glauben? Wie blöd muss man wirklich sein, dass man an so eine Kacke glaubt, ja? Das Ding besteht aus Kunststoff mit einer Perücke, sonst ist das gar nichts, ja? Eine stinknormale, hässliche Skulptur, die irgendwo im Japsenland in einem Japsenmuseum steht. Da bezahlt man halt Eintritt und jetzt durch die Promotion rennen die Leute alle in dieses Museum wie bekloppt in Japan. Ihr wisst ja, dass die Japaner immer ein bisschen kindisch in der Birne sind. Ja, aber dass das in Europa solche Wellen schlägt und in Deutschland. Die müssen echt eben am Koffer haben. Ich glaube wirklich, dass in Europa und so die Menschen wirklich degenerieren, ja? Weil die Handys saugen den Menschen wirklich die Birne leer. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass die an so einen Scheiß glauben. Mir kommt kein Handy in die Bude. Ja, ich glaube nicht an so einen Scheiß. Ich brauche kein Handy, das mir die Birne weich kocht und mir ständig diesen Scheiß da um die Ohren haut und diese Momo, das Ding gibt es nicht. Das ist wirklich nur eine Figur. Ja, und es gibt Leute, die glauben den Scheiß. Es gibt viele Leute, die glauben das. Creepypasta schlachtet das Thema natürlich bis hinten wieder aus. Mit, ja. Momo siehst du nur noch von dem, der hatte früher mal ganz vernünftige Filme gemacht, also ich habe den früher gern gesehen, aber irgendwie in letzter Zeit schwer nachgelassen. Und ich gucke mir sehr gerne Horrorlistplays an, ne? Und die wurden ja auch von so einer Momo-Nachmache irgendwie hinters Licht geführt, ne? Ja, schaut mal bei Horror Lost Places vorbei. Lohnt sich, ist eigentlich ein ziemlich guter Kanal. Den müsst ihr euch mal reinziehen. Natürlich sehe ich mir auch Para-Ink und Geisterakten an. Das ist für mich ein Muss. Ja, da wird wissenschaftlich dokumentiert, aber mit diesem Momo-Scheiß braucht mir niemand zu kommen. Ich jage nämlich keine Phantome. Ich beschäftige mich mit realem Spuk, aber nicht mit irgendwelchen Dingen, die nicht existieren, ja. Das ist genau dasselbe wie mit diesem Charlie-Charlie-Ritual und diesen Geister-Ritualen, diesen Designer-Ritualen, ja. Da werden ja auch ständig neue erfunden, aber die funktionieren nicht, ja. Die Leute denken, sie fühlen was, weil sie, wenn sie die Rituale durchziehen, diese Designer-Rituale im Aufzug und lauter solche Sachen, ne, die glauben wirklich daran, oder mit Slenderman, genau dieselbe Scheiße, ne.
Die glauben wirklich daran, sie fühlen das oder so, ne, und kriegen dann Panik. Das ist natürlich alles da Schiss in der Hose, dass man dann eine Identität fühlt, die gar nicht da ist. Ja, und Slenderman existiert genauso wenig wie Momo. Das ist nämlich auch nur ein Fantasieprodukt aus irgendeiner geisteskranken Fantasie entsprungen. Und die Leute, die wirklich an so einen Scheiß glauben, na, da würde ich dann schon sagen, ja, lass die Handys besser aus, ne? Zu viele Gehirnzellen durchgebacken. Ich meine, ich habe in meinem Leben zwar auch einen Schlaganfall erlebt mit Lungenembolie, ne? Aber mein Hirn ist noch lange nicht so durchgebacken, wie da die Handymans, ne? Den ganzen Tag nur das Hirn weich kochen und wenn dann mal irgendwie sowas kommt und dann direkt mi, 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 mi. Ja, die sind alle verstrahlt. Degeneriert. Ich nenne sowas Degeneration. Also der Mensch entwickelt sich meiner Meinung nach nicht mehr vorwärts und noch zurück. Sieht man auch an den ganzen kriminellen Straftaten. Der Mensch entwickelt sich wirklich wieder zurück, ne? Der degeneriert. Der wird dumm in der Birne. Das ist ein klarer Fall für mich. Ja, die werden alle irgendwie, ich weiß nicht, komische Leute, ne? Ich glaube natürlich nicht daran. Und diese ganzen Designer-Rituale, wenn man will ein Ritual durchziehen, dann kauft man sich irgend, ja, ein altes Ritualbuch, ne? Gibt ja genug davon. Und macht dann mal ein richtiges Ritual, aber die meisten haben leider den Arsch nicht dazu in der Hose, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Rituale, die halt hunderte Jahre alt sind, ne? Oder tausende, ne? Also in diesen ganz alten Hexenbüchern. Aber die meisten haben wirklich nicht die Eier dazu, sich jetzt hinzusetzen und so ein richtiges Ritual mal durchzuziehen, ne? Stattdessen wird Slenderman gerufen. Oder dieses Aufzugsritual, wo man halt in ein unbekanntes Stockwerk in eine andere Dimension angeblich fährt, ist ja auch so bescheuert, ne? Ich weiß nicht, wie die Leute heute drauf sind. Hat es früher bei uns nicht gegeben, sowas. Ich glaube, das, was ich sehe, und mit Momo sehe ich nur eine Plastikfigur, die irgendwelche Leute benutzen, um halt dieses Museum reich zu machen, ne? Ich habe einen Bericht im Fernseher neulich gesehen, da sind die Leute reihenweise, gerade weil dieser Momo-Meme ist, in dieses Museum gerannt. Natürlich zahlen die halt Eintritt und das bringt dem Museum halt Geld. Das ist ein riesengroßer Meme, eine riesengroße Lüge. Also mit der dieser Momo-Puppe, ne? Und ja, es ist halt bescheuert. Ich finde es halt total affig, ne? Die Puppe ist übrigens schon 7 Jahre alt. Ja, die steht schon 7 Jahre in diesem Museum drinne. Die hat sich noch nie im Leben bewegt. Die steht da steif, also diese Büste. Und jeder kann die angucken. Ich meine, bevor ich mir so eine Hackfresse als Büste ansehe, da fahre ich doch lieber nach Kairo ins Museum und sehe mir die Büste von Nofretete an, ja. Da sehe ich wenigstens in dieser Büste ein reales Gesicht drin, das existiert hat, ja. Und die Büste existiert noch, ja. Da fahre ich lieber nach Ägypten ins Museum oder in irgendein anderes interessantes Museum, was schöne Büsten hat. Oder nach Frankreich, sehe mir die Napoleon-Büste an, ja. Gibt ja genug Orte, aber so ein Scheiß da, ich will diesem ganzen Momo-Meme da im Netz mal ein Ende setzen, also mal ein bisschen aufklären. Ja, die Leute haben doch alle Matsch in der Birne, die an den Scheiß da glauben. Meiner Meinung nach ist absolut Gaga. Wird mich irgendjemand anticken, hallo, ich bin Momo, dann würde ich mich erstmal am Telefon eine halbe Stunde weglachen oder wenn ich eine E-Mail kriegen würde mit sowas, ne? Da würde ich mich erstmal vor Lachen einpissen.
Und es kann nicht sein, dass hier Horror Lost Blair so erschreckt wird mit Momo, ne? Also das ist absolutes No-Go. Wie gesagt, ich habe es versucht mit ein paar Kumpels. Ich habe das direkt aber danach aufgeklärt, dass es ein Prank war. Und die haben das voll gefressen, ne? Und ich halte nichts von Momo und Co. Ne? Das ist absoluter Schnodder. Ehrlich gesagt, bevor ich mir die Büste da angucke, fahre ich lieber ins Pornokino und ziehe mir einen Pornofilm rein. Ja, das ist wohl vernünftiger, als mir den Scheiß da anzusehen. Jetzt mal im Krassen gesagt. Ja, oder ich gehe lieber in den Wald spazieren, sehe ich auch mehr von. Ja, und wer sich da vorher ins Hemd macht, also ich weiß nicht. Mich tut diese Puppe auch keineswegs erschrecken, ne? Ist halt ein hässliches Ding und ja, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Schocken tut es mich jetzt nicht. Gibt Schlimmeres, was schockt, aber das auf keinen Fall. Mittlerweile werden schon, ja, Momo-Foren aufgemacht, wo zig Accounts sind mit diesem Profilbild und ja, als Momo, ne? Irgendwann gibt es am Brandenburger Tor ein Welt-Momo-Treff oder so, ne? Also ist absolut gaga. Ist genau dasselbe wie mit den Killer-Clowns, ja? Da verkleiden sich in Amerika ein paar Deppen als Clown oder und hier in Deutschland. Und dann ist schon direkt, mi, 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 die kommen, die bringen uns um. Ja, permanent, ne? Das mit den Killer-Clowns war genauso eine Scheiße wie mit Momo. Das war auch ein Meme für den Film Es, ja, danach rausgekommen ist. Das war alles eine riesen Promo-Aktion und das hier ist nichts anderes. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, nicht mal ich wäre auf so ein Dünnschiss wie Momo gekommen. Es ist wirklich lustig. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Happy Hippos im Stadtpark oder so. Oder Samson von der Sesamstraße wurde gesehen oder so ein Scheiß. Der nächste Hype wird kommen und ja, es gibt immer irgendeinen Hype. Erst waren es die Fidget Spinner, da fragt heute auch kein Idiot mehr danach. Ja, absolut out, die Dinger liegen in der Ecke drin rum bei den Leuten. Guckt heute auch niemand mehr danach. Vorher war es Pokémon Go. Und jetzt das da, ne? Das ist absolut scheiße, finde ich das. Und Leute, bitte, ich bitte euch wirklich, glaubt den Scheiß nicht. Wenn euch irgendjemand als Momo kontaktiert, lacht darüber, weil es gibt mittlerweile in Deutschland hunderte oder tausende Momos, die diese Figur als Profilbild genommen haben, irgendwelche Bekloppten. Ja, wo die Leute irgendwie auch abzocken wollen, die soll es ja auch geben mit diesem Ding. Ja, und gerade an die jüngeren Zuschauer sage ich, Kinders, lasst euch nicht davon verarschen. Ja, lasst euch nicht schocken von dem Scheiß. Weil alles andere ist kalter Kaffee, ne? Das ist wirklich Müll, ne? Müll vom Feinsten. Ach ja, so ist das. Ja, ich habe gedacht, ich muss jetzt mal drauf reagieren, ne? Es kann ja nicht so weitergehen. Ja, man kann halt nur aufklären, ne? Dass auch die Dummen wach werden, ne? Die daran glauben. Und wer da wirklich dran glaubt, ne, der hat für mich wirklich eine Axt im Kopf oder so, ne, irgendwie. Der ist irgendwann mal in eine Axt reingerannt oder so. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder der wurde vom Bus umgefahren. Irgendwas stimmt da nicht mit den Leuten. Ich denke aber, erst sind die Handys, die Strahlung. Macht Birne platt.
Deswegen habe ich mir nie ein Handy zugelegt. Weil ihr müsst mal einen EMF-Meter neben dem Handy halten, da werdet ihr doof gucken, ne? Ja, wie gesagt, macht's gut und lasst euch nicht von dieser Momo fressen, die nicht existiert. Bis dann, bye.